Hi, ich bin David von der Ranger Film Crew und heute möchte ich euch zeigen, wie wir den Abspannknoten machen. Viel Spaß damit! Wie der Name schon erahnen lässt, ist der Abspannknoten dazu da, um mit einem Seil oder mit einer Schnur etwas auf Spannung zu bringen. Die zwei großen Vorteile von dem Abspannknoten sind zum einen, dass man eine Flaschenzugtechnik verwendet und somit sehr viel Spannung auf das Seil bekommen kann. Und zum anderen kann man den Abspannknoten schnell wieder öffnen, wenn man nachspannen muss. Anwendung findet der Abspannknoten zum Beispiel beim Jutenaufbau, beim Biwakaufbau, für eine Wäscheleine oder irgendwo sonst, wo man eben gerade eine Schnur oder ein Seil auf Spannung bringen möchte. Zuerst legen wir ein Auge. Durch dieses Auge ziehen wir dann das lose Ende bzw. das Ende, das zum Hering geht, durch und bilden eine Schlaufe. So, genau. Dann das lose Ende um den Hering herum, durch die Schlaufe durch. Und so haben wir unseren Flaschenzug. Jetzt abspannen und einfach nur hier an der Schlaufe mit einem halben Schlag sichern, allerdings auf Slip gelegt. Ganz einfach. Die Slipschlaufe darf ruhig so groß sein, denn um den Knoten jetzt zu sichern, dass er nicht aus Versehen aufgeht, kann man mit der Slipschlaufe einfach einen leichten Knoten hier reinmachen, muss man gar nicht stark festziehen und der Knoten ist gesichert, dass keiner drüber stolpern kann und den Knoten nicht aus Versehen öffnen kann. Um den Knoten schnell wieder abzuspannen, einfach den Slipknoten öffnen, am losen Ende ziehen und schon sind wir wieder im Flaschenzug, abspannen, halber Schlag auf Slip, Knoten rein und fertig. So, das war's auch schon wieder mit dem Abspannknoten. Danke Samuel, dass du mich auf die Idee dazu gebracht hast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen oder einen Kommentar freuen. Hier geht es irgendwo zu einem nächsten Video oder zu einem anderen Video. Ich weiß gerade noch nicht, was als nächstes kommt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis neulich. Warum ist denn eine Ameise auf der Kamera? Wo kommt die her?